Doch was muss, das musst du merken, wann ist ja mal Schluss. Ich möchte lieber surfen, geh mit meiner Maus bei mir zu Hause in meinem Bett durchs Internet. Ach, Leute, keine Panik, ich check die Lage wie der Captain der Titanic, alles wird gut. Also macht euch keine Sorgen, denn wir sind die Kicks von morgen. Dein Opa lebt doch noch, oder? Er hat einen Schlaganfall, schon zum dritten Mal. Er liegt auf der Intensivstation. Echt? Was ist? Ist er tot? Nein, nein, aber es geht ihm sehr schlecht. Wir wollten dir vorschlagen, dass ich dich zu ihm fahre. Du sollst aufhören zu schnarchen. Das haut ja selbst den stärksten Scheich vom Kamel. Hört nicht auf damit, ich bin krank. Du kannst hier ruhig weiter schnarchen. Ich zieh aus. Kann ich nicht auf Carlo aufpassen? Ja, genau. Kann Max nicht noch ein bisschen bleiben, dann bin ich nicht ganz so alleine. Ich kann nicht schlafen. Max schnarcht die ganze Zeit. Wie bitte? Na, ich geb ja zu. Dass ich Frau Reichenbach ganz nett finde. Aha. Wie ist er denn so, dein Schätzchen? Für dich immer noch, Herr Schatz. Na, tu doch nicht so. Übrigens, ich bin 37 Jahre alt, 1,81 Meter groß, Schuhgröße 43. Was machst du denn so spät noch in der Praxis? Ein Notfall. Hallo. Oh, was ist denn los? Das wollte ich dich gerade fragen. Was machst du denn um diese Zeit hier auf dem Flur? Ist Franz wieder da? Nein, aber für dich ist jetzt auch Schluss. Entschuldigung, ich kann nicht schlafen. Ich kann ja verstehen, dass du dir um Franz Sorgen machst, aber deswegen kannst du hier nicht die Nächte durchwachen. Aber ich will wissen, wie es ihm geht. Hör mal, du gehst jetzt ins Bett. Herr Pasulke wird Franz sicherlich nicht mitten in der Nacht zurückbringen. Und wenn doch, nur noch 5 Minuten, bitte. Naja, deine 5 Minuten kenne ich. Los, ab ins Bett. Och, Mann, oh. Keine Diskussion. In ein paar Stunden bist du wieder im Unterricht sitzen. Gute Nacht. Ja, natürlich habe ich Lust. Und wann? Ja, wie gesagt, also am besten, Sie schauen in der Mittagszeit mal in der Praxis vorbei, dann können wir in Ruhe über das Problem reden, ja? Gut, wiederhören. So, ich hab dich gar nicht reinkommen hören. Guten Morgen. Wer war denn das eben? Wer? Er war am Telefon. Ach, meine Patientin. Seit wann gibt es denn Patienten deine Handynummer? In besonderen Fällen schon. Verdammt. Ja, Problempatienten bekommen natürlich meine Handynummer. Für Notfälle und so. Wie geht's uns denn heute Morgen? Wenn du mich meinst, gut. Das Ei wie immer. 4 Minuten 58. Mhm. Sag mal, was hältst du eigentlich davon, wenn du jetzt schon auf das Einstein-Gymnasium wechselst? Ist das dein Ernst? Na, wieso denn nicht? Na, aber bisher meintest du auch immer, ich soll nicht vor Ende des Schuljahres woanders hingehen. Ja, man kann seine Meinung auch mal ändern. Schloss Einstein ist wirklich eine hervorragende Schule und ich denke, je eher du dorthin gehst, desto besser. Ist das deine Idee? Ja, wieso fragst du? Ach, nur so. Was sagt eigentlich Frau Reichenbach dazu? Frau Reichenbach? Ja, sagt bloß, dein plötzlicher Entschluss hat nichts mit der Reichenbach zu tun. Nein, der hat natürlich nicht nur mit Frau Reichenbach zu tun. Alle Eltern sind sehr zufrieden mit dem Einstein-Gymnasium. Sagt Frau Reichenbach. Jetzt hör doch mal endlich auf mit deiner Frau Reichenbach. Meine? Morgen. Endlich. Stell's gleich hier rüber. Pfoten weg, das ist für Carlo. Guten Appetit. Das kann ich jetzt gut gebrauchen. Und was ist mit mir? Frau Seifert lässt dich herzlich grüßen. Du sollst machen, dass du in die Mensa kommst, du eingebildeter Kranker. Aber mir geht's wirklich nicht gut. Ich bin hundemüde. Na, dann mache ich euch mal Licht, damit ihr richtig wach werdet. Hier, wie seht ihr denn aus? Ihr seid ja richtige Nachtgespenster. Kein Wunder. Ich habe auch die ganze Nacht kein Auge zugekriegt. Ich auch nicht. Und warum nicht? Ja, wenn diese Knalltüte da drüben mich alle 5 Minuten weckt. Doch nur, weil du die ganze Zeit wie eine Hornet Grizzlybären geschnarcht hast. Na, das kann ja jeder sagen. Hättest dich mal hören müssen. Mit dem Geräuschpegel machst du eben Presslufthammer-Konkurrenz. Und warum konntest du nicht schlafen?
Bist du von deinem eigenen Schnarchen aufgewacht? Quatsch, hab ich doch schon gesagt. Carlo hat alle 5 Minuten mit dem Kissen nach mir geworfen. Ja, und warum bist du dann nicht einfach wieder in dein Zimmer gezogen? Wegen Hendrik. Wegen Hendrik? Ja, der liegt in unserem Zimmer und schnarcht wie ein Wildschwein. Moment, verstehe ich das richtig? Max, du hast hier geschlafen, weil Hendrik schnarcht. Und Carlo konnte nicht schlafen, weil du die ganze Nacht über geschnarcht hast. Okay, Jungs, dann schlage ich vor, ihr teilt euch das Frühstück. Inzwischen kümmere ich mich um euer Problem. Hey, Sebastian. Oh, nicht so laut. Ist Franz wieder zurück? Nee, immer noch nicht. Der wird das ganze Wochenende bei seiner Oma geblieben sein. Ich mache mir voll Sorgen um ihn. Hey, ihr zwei. Habt ihr einen Moment? Ich muss euch was sagen. Hast du es von Franz gehört? Ja, leider nichts Gutes. Nun sag schon. Herr Pasulke hat angerufen und... Ja, und? Franz' Großvater ist letzte Nacht gestorben. Bella Gerand Alii, tu Felix Austria Nube. Hä, mir ist Latein oder Geschichte? Kann mir jemand diesen Spruch übersetzen? Niemand. Schade. Achtung, gleich kann er wieder glänzen. Dann mache ich das mal. Kriege mögen andere führen. Du, glückliches Österreich, heirate. Was sagt uns dieser Spruch? Was sagt uns dieser Spruch? Ja, bitte. Seit wann können Länder heiraten? Damit sind nicht die Länder gemeint, sondern ihre Repräsentanten. Könige, Minister, Präsidenten. Und die haben früher geheiratet? Nein, dieser Spruch ist eine Anspielung auf die überaus geschickte Heiratspolitik der Habsburger mit ihren Prinzen und Prinzessinnen. Während andere, wenn sie ein kleines Stückchen Land besitzen wollten, Kriege führen mussten, haben die Österreicher... Ja, und wenn sie sich nicht mochten? Ja, aber bei diesen Heiraten ging es nicht um Liebe. Hier waren ausschließlich höhere Werte im Spiel. Was haben wir denn hier, Anne? Aha, wie ich sehe, bastelst du an deinem neuen Familiennamen. Kann man denn schon gratulieren? Nein, das ist nur so zum Spaß. Reichenbach, Schatz, Schatz, Reichenbach, Reichen, Schatzbach. Na, sehr einfallsreich ist das nicht, Fräulein Schatz von Reichenbach. So, Ruhe bitte. Wo waren wir stehen geblieben? Tu Felix, Anna, Entschuldigung, Austria, Nube. Frau Siebenstadt, die Watteröhrchen sind schon wieder alle. Tut mir leid, aber damit kann ich nicht dienen. Claudia, mit dir habe ich noch gar nicht gerechnet. Ach, setz dich doch. Da weiß ich was Besseres. Nicht doch. Meine Sprechstundenhilfe kann jeden Moment reinkommen. Und wenn schon, vielleicht können Sie noch was machen. Hilfe? Ja, weitermachen, ja. Sag mal, was willst du eigentlich davon, wenn wir endlich mal ungestört werden? Ohne Kinder, ohne Sprechstundenhilfe und richtig Zeit für uns hätten. Nichts dagegen. Wie stellst du dir das vor? Wir fahren weg. Was, jetzt? Sofort? Nein. Wir könnten am Samstagvormittag losfahren. In einem romantischen Hotel übernachten. Ich wüsste auch schon wo. Und dann sind wir am Sonntagmittag zurück. Klingt sehr verlockend. Aber ich fürchte, das geht leider nicht. Aha. Und warum nicht? Wegen Doro. Ich habe ihr versprochen, ich will sie einfach nicht über Nacht allein lassen. Das kann nicht dein Ernst sein. Das Mädchen ist 13. Wir können doch Sonntag was unternehmen. Nein, da kann ich nicht. Da muss ich mich ab Mittag auf meinen Dreh vorbereiten. Ach, verstehe. Na gut. Wann starten wir? Vermutlich wissen es ja die meisten, dass der Großvater von Franz einen Schlaganfall erlitten hat. Dann fehlt Franz deshalb? Ja, er ist zu seinem Großvater ins Krankenhaus gefahren. Herr Pasulke begleitet ihn. Leider ist der Mel heute Nacht gestorben. Franz hat wirklich Pech. Erst seine Eltern und jetzt auch noch sein Großvater. Sein Opa war doch sowas wie ein Ersatzvater für ihn. Das ist richtig, Kim. Tja. Angesichts der traurigen Nachricht fällt es mir schwer, jetzt so ohne weiteres zum Unterricht überzugehen. Ich kann mich noch gut erinnern. Am Anfang ist Franz uns ganz schön auf den Geist gegangen mit seinem Opa. Mein Opa kann alles, mein Opa weiß alles, mein Opa ist der Allergrößte. Elisabeth, etwas mehr Pietät, bitte.
Aber so war es doch. Und als Herr Mell dann hier aufgetaucht ist, da fanden wir ihn auch alle richtig klasse. Stimmt. Auch wenn Franz vielleicht ein bisschen übertrieben hat. Sein Opa war echt toll. Könnt ihr euch noch daran erinnern, wo er die Vogelspinne mit nach Einstein gebracht hat? Mann, waren Franz und ich in Panik, als die Spinne plötzlich weg war. Ach, so war das. Das ist ja interessant. Ja, wir haben Franz Opa erstmal kein Wort gesagt. Dafür haben wir das ganze Internat auf den Kopf gestellt. Aber Cassandra war nirgendwo zu finden. Und dann, bei der großen Schulvorführung, die super Überraschung. Die Spinne saß plötzlich wieder im Terrarium. Ja, Mensch, waren Franz und ich froh. Aber der Einzige, der total cool geblieben war, das war Franz Opa. Wann kommt Franz eigentlich wieder? Ich weiß nicht genau. Ich denke mal, Herr Pasulke wird vorher anrufen. Ich finde, wir sollten Franz helfen, wenn er zurückkommt. Das finde ich auch, Elisabeth. Aber überfallt ihn nicht gleich zu sehr mit eurem Mitgefühl und eurer Anteilnahme. Hm? Hallo, Papa. Hallo. Was hast du denn da? Den Prospekt vom Erlebnisbad. Echt klasse, guck mal hier. Hm. Ich freue mich schon total auf Samstag. Wann wollen wir denn los? Du, wegen Samstag, da gibt's ein kleines Problem. Hast du auf einmal keine Lust mehr? Doch, doch, natürlich. Was denn dann? Mir ist was dazwischen gekommen. Was denn? Ein unerwarteter Termin. Sag mal, wir können doch auch Sonntag fahren, oder? Du weißt doch, dass ich am Sonntag den Wettbewerb im Karateverein habe. Oh Mist, das hab ich ganz vergessen. Typisch. Ach komm, jetzt wird nicht ungerecht, ja? Ich? Du versprichst mir doch seit 2 Wochen, dass wir ins Erlebnisbad fahren. Ich weiß, es tut mir auch schrecklich leid. Was aber ist das eigentlich für ein Termin? Frau Reichenbach hat mich eingeladen und die kann eben nur am Sonnabend. Was? Wegen dieser blöden Filmtussi lässt du unseren Ausflug sausen? Doro, bitte. Ich dachte, wir könnten das auf Sonntag verlegen. Das hätte ich nicht von dir gedacht. Echt nicht. Na dann, viel Spaß. Wäre doch gelacht, wenn wir nicht ein paar tolle Anti-Schnarch-Ideen im Internet finden. Schädelbruch, Scharlach, Schleimbeutelentzündung, Schluckimpfung. Ich hab's. Ich auch. Fang du an. Nicht selten entsteht Schnarchen, wenn die Nasengänge zu eng sind und nicht genügend Luft hindurch gelangen kann. Da hilft oft nur eine Operation der Nasenscheidewände. Aber bevor Sie sich operieren lassen, lassen Sie erst mal prüfen, ob Ihr Schnarchen nicht anders zu beseitigen ist. So, jetzt ich. Viele Menschen schnarchen nur, wenn sie auf dem Rücken schlafen. Das heißt, wir müssen nur verhindern, dass Hendrik und Max sich in der Nacht auf den Rücken drehen. Fragt sich nur, wie. Wir könnten ihnen Reißzwecken ins Hinterteil ihrer Schlafanzüge einnähen. Aber wir legen sie gleich auf Nagelbretter. Bist du sicher, dass Fakire nicht schnarchen? Kann ich mir jedenfalls nicht vorstellen. Lass uns mal weiter gucken. Da muss es doch noch irgendwas anderes geben. Darf ich bitte mal? Danke, Herr Pasulke, dass Sie uns extra hergefahren haben, damit ich die Sachen meines Mannes abholen kann. Aber ich bitte Sie, ist doch selbstverständlich. Geht's? Wollen Sie sich nicht lieber auf mich stützen? Danke, Frau Wessel. Das muss ich in Zukunft auch allein schaffen. Musst du nicht. Ich bleib bei dir, Oma. Bitte fang nicht schon wieder damit an. Du musst zurück ins Internat. Entschuldigen Sie, wenn ich mich einmische, aber ich glaube nicht, dass Herr Dr. Stolberg was dagegen hat, wenn Franz noch ein bisschen hier bleibt. Danke. Oma, jetzt wo Opa nicht mehr da ist, brauchst du jemanden, der für dich einkauft, der mit dir reden kann. Du gehst zurück nach Schloss Einstein. Ich komme ganz gut allein zurecht. Mach dir keine Sorgen, Franz. Wir sind seit Jahren Nachbarn. Ich helfe deiner Oma. Mag ja sein, aber ich bleib bei ihr. Weißt du, mein Junge, Opa hätte sich ganz bestimmt gewünscht, dass du weiter auf dem Internat bleibst. Er war immer so stolz darauf, dass du dort bist. Komm, Franz. Ich glaube, deine Großmutter kommt ganz gut allein zurecht. Herein. Hi. Was willst du denn hier? Kleiner Gegenbesuch. Und wozu das? Ich will einfach nur wissen, was auf mich zukommt. Was soll auf dich zukommen? Naja, jetzt wo deine Mutter meinen Vater in irgendwelche Hotels verschleppt, wird es ja mit der Hochzeit genauso eilig haben. Spinnst du? Was hab ich damit zu tun? Nichts. Nur, dass wir dann Stiefschwestern werden. Kann ich mich immer ein bisschen umsehen? Tu, was du nicht lassen kannst. Was hörst du denn für einen Schrott?
Ich hätte gewettet, du stehst auf Milchreis-Bubis und Boygroups. Und was geht dich das an? Hast du keine richtige Musik? Ist doch alles bloß Krach. Genau. Ich habe nämlich Geschmack. Könntest aber gut tun, wenn man diese Fetzen hier sieht. Diese Fetzen sind zufällig Designerstücke aus den letzten Filmen von meiner Mutter. Würde mir nie einfallen, Mamis abgelegte Fummel aufzutragen. Dazu muss man auch erst mal eine Mutter haben. Jetzt pass mal auf, du möchtest gern Barbie. Bevor wir beide Schwestern werden, gehe ich ins Kloster. Prima, alles Gute. Dann wird bei euch ja wenigstens ein Zimmer frei, hm? Hey, du bist dran. Hallo, jemand zu Hause? Wie? Ja, klar, natürlich. Du denkst an Franz, ne? Wie sie mir zugeht. Seine Oma musste auch echt schlimm sein. Wäre ich doch bloß mal mitgefahren. Vielleicht hätte ich irgendwie helfen können. Pasuk ist doch bei ihm. Der kümmert sich schon um Franz. Vielleicht sollte ich einfach hinterherfahren. Ich glaube nicht, dass es eine gute Idee ist. Aber ich kann hier nicht mehr dumm rumsitzen. Was ist, wenn er mich jetzt gerade braucht? Gibt's was Neues? Ja, Herr Pasuk hat angerufen und er kommt nachher noch zurück. Und was ist mit Franz? Er wollte erst auf jeden Fall da bleiben, aber er kommt jetzt doch gleich mit. Endlich. Mama. Hallo, Anna. Na? Hast du große Inventur? Könnte man so sagen. Was hältst du davon, wenn wir am Wochenende was zusammen unternehmen? Hm? Wir beide? Mhm. Und du sagst, was wir machen. Was ist denn los? Ich dachte, du bist mit deinem Schatz verabredet. Das mit meinem Schatz hat sich ein für alle Mal erledigt. Hey, habt ihr Zoff? Ich dachte, du magst ihn wirklich. Ja, tue ich auch. Wo ist denn dann das Problem? Ach, weißt du, Anna, er liebt seine Tochter mehr als mich. Bitte? Und deswegen hast du mit ihm Schluss gemacht? Ja. Ich möchte nicht auf Dauer zwischen ihm und ihr stehen. Komisch. Auf meine Meinung hast du bei deinem Lover nie Rücksicht genommen. Ach, Anna. Irgendwie schade. Was meinst du? Von all den Typen, die du bis jetzt angeschleppt hast, war er noch der erträglichste. Ah, Frau Reichenbach, gut, dass ich Sie treffe. Was gibt es? Es hat gerade angefangen zu regnen. Na und? Das Dach von Ihrem Cabrio ist noch offen. Ach du meine Güte, meine Bezüge. Wieso muss ich eigentlich immer euer Versuchskaninchen spielen? Ganz einfach, weil du schnarchst und wir nicht. Nur an irgendjemanden müssen wir unsere Erfindung schließlich ausprobieren. Also, willst du dein Schnarchen jetzt loswerden oder nicht? Ja, aber... Dann halt die Klappe und entspann dich. Wisst ihr auch, was ihr da tut? Natürlich. Aber das zieht ziemlich. Nur jammer nicht rum, damit erweitern wir nun deine Nasengänge. Damit du besser atmen kannst. Ey, was soll das? Das ist nur, damit du dich nicht mal auf den Rücken drehen kannst. Und was hat das mit meinem Schnarchen zu tun? Wirst du gleich merken. Ich merke nur, dass mir langsam der Arm abstirbt. Also, es ist wissenschaftlich erwiesen, dass man nur schnarcht, wenn man auf dem Rücken liegt. Also, lehn dich mal nach vorne. So, und jetzt ganz vorsichtig wieder zurück. Aua! Wollt ihr mich umbringen? Scheint zu funktionieren. Ihr glaubt doch nicht im Ernst, dass ich eine Nacht über auf diesem Ding schlafe. Mann, bist du wehleidig. Hat jemand Lust auf eine Runde Basketball? Nein, danke. Warte mal. Kann ich mir den mal ausleihen? Danke. Willst du etwa hier im Labor damit spielen? Sag mal, kannst du uns nicht noch so einen besorgen? Wie sieht's aus? Absolut reine Luft? Denk daran, so wie meine Mutter hier auftaucht, schlägst du Alarm. Alles klar. Was meinst du? Soll ich mit JC oder CR unterschreiben? Woher soll ich denn das wissen? Ist doch deine Mutter. Tolle Hilfe. Mensch, mach hin. Okay, ich nehme CR, Claudia Reichenbach. Meinst du, ich soll die SMS wirklich abschicken?
Warum denn nicht? Naja, und was, wenn der Schatz Verdacht schöpft? Ach wo, der fühlt sich doch bestimmt geschmeichelt. Ist doch eine tolle Idee. Findest du? Ja, klar. Wie willst du denn die beiden sonst zusammenbringen? Euer Schicksal liegt in meiner Hand. Och, Tickler, sag, soll ich oder soll ich nicht? Nun mach schon, bevor deine Mutter hier wieder aufkreuzt. Schau mal, habe ich extra für dich zusammengestellt. Was soll das denn? Och, ich dachte, es würde dich vielleicht interessieren, wie viele Lover deine Reichenbach so im Monat verbraucht. Nein, das ist jetzt auch egal. Hä? Was ist denn jetzt los? Kannst du deine Mühe sparen? Zwischen Frau Reichenbach und mir ist es aus. Echt? Ja, sie hat mir heute Nachmittag mitgeteilt, dass sie nicht länger zwischen dir und mir stehen möchte. Hat sie das wirklich gesagt? Ja. Das ist das Beste, was ihr passieren konnte. Die wäre sowieso nichts für uns gewesen. Für uns vielleicht nicht, aber für mich. Ich dachte, zwischen euch ist es aus. Das dachte ich eigentlich auch. Was soll denn das werden? Wollt ihr uns als Dromedare verkleiden? Ich dachte, ihr hättet was gegen das Schnarchen erfunden. Haben wir auch, und jetzt stillhalten, bitte. Wie lange geht denn das noch? Ich will endlich schlafen. Das sind unsere brandneuen Anti-Schnarchhemden. Cool, oder? Und wie funktionieren die? Das werdet ihr gleich sehen. So kann ich ja glatt als Glöckner von Notre Dame mitspielen. Und wozu soll das alles gut sein? Die Bälle sollen verhindern, dass ihr euch im Schlaf auf den Rücken dreht. Tja, und dann ist Schluss mit Schnarchen. Und ihr glaubt, das funktioniert wirklich? Probieren geht über Studieren. Und was macht ihr dann noch hier? Wir wollen nur beobachten, ob unsere Erfindung auch praxistauglich ist. Dreh dich mal auf den Rücken. Keine Chance. Oh. Na dann, gute Nacht. Könnt ihr uns nicht noch eine Anti-Schnarch-Geschichte vorlesen? Sag mal, du bist ja immer noch nicht im Bett. Jetzt aber Dalli. Darf ich heute ausnahmsweise etwas länger aufbleiben? Josephine, das hatten wir doch gestern erst. Und was soll morgen mit dir sein? Ich will unbedingt die Erste sein, die Franz sieht, wenn er zurückkommt. Na gut, aber dann hol dir wenigstens eine Decke oder zieh dir was über. Danke. Er wird bestimmt jeden Augenblick kommen. Na, hoffentlich hast du recht. Wach auf, du schnarchst schon wieder. Spinnst du? Du siehst doch hier wie ein Weltmeister. Das darf doch nicht wahr sein. Auf die Plätze. Und fertig. Los! Habt ihr sie noch alle? Was soll denn das? Schnarchalarm! Franz, es tut mir so leid. Bist du extra in mir aufgeblieben? Hier für dich. Danke. Tja, ich gehe da mal. Ich finde, dass du ziemlich tapfer warst. Nacht. Gute Nacht. Und wie war's? Naja. Als wir ankamen, war er schon eingeschlafen. Er sah ganz friedlich aus. Meine Oma ist jetzt ganz allein. Sie braucht meine Hilfe. Das verstehe ich. Aber das geht nur, wenn... wenn ich Schloss Einstein verlasse. Was? Alles ist relativ normal, alles ist, alles ist uns manchmal echt egal, denn Einstein hatte nur eine
Leute, keine Panik. Ich check die Lage wie der Captain der Titanic. Alles wird gut, also macht euch keine Sorgen, denn wir sind die Kicks von morgen.